Wenn es deutlich merkt, ist eigentlich dasselbe, was ich erst von Rudolf Barthes vorgelesen habe. Es wurde ihm auch gerade spannend, dass man es also wiederentdeckt. Dass die aufregendsten Durchbrüche des 21. Jahrhunderts werden nicht durch Technologie entstehen, sondern durch eigentlich erweiterten Verständnis unseres Menschseins, das ist auch von Nesbitt, was Balloon in der Inventing Organization zitiert, und dann weiter von ihm der Übergang zur integralen, evolutionären Stufe geschieht, wenn wir die Identifikation mit unserem eigenen Ego überwinden. Indem wir unser Ego aus der Distanz betrachten, sehen wir plötzlich, wie seine Ängste, Ziele und Wünsche oft unser Leben bestimmen. Das tritt an die Stelle der Angst, die Fähigkeit, der Fülle des Lebens zu vertrauen. Dies ist ein schönes Zitat und trotzdem kommt jetzt drauf, finde ich das noch nicht die Lösung, weil es hat noch einen gewissen Touch, das Ego, wie gesagt, jetzt als nur als Problem zu betrachten. Es gibt das Wild Dynamics Bild, kennen wahrscheinlich viele, ich erläutere das jetzt nicht. Es gibt aber einen Hintergrund, aus dem sich diese ganze integrale Theorie auch oft entwickelt hat. Der eine war Aurobindo, das ist ein Zitat, wir erst vorgelesen haben, und der andere war zur selben Zeit in einem deutsch-polnisch-schweizer Kulturphilosoph, John Gebser. Die haben beide zur selben Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts, diesen Begriff des Integral geprägt, unerkennlich voneinander, sie wussten nichts voneinander und haben quasi dieselben Intuitionen gehabt, wie dieses neue Bewusstsein sich anfühlt. Und eine der spannendsten Kategorien, ne, Gebser suchte als Kulturphilosoph auch der neuen Sprache, wie können wir diese neue Welt erstmal verstehen, denn Begriffe sind nach Bertolt Brecht eben Begriffe, mit denen wir die Welt anfassen können. Wenn wir keine Sprache finden, bleibt unser Bewusstsein zu diffus, da können wir nicht handeln. Und in seiner damals prognostizierten eben evolutionären Stufenfolge, die dann, wie gesagt, differenzierter bei Spiral Dynamics auftaucht, sah er, dass die frühen Kulturepochen der Menschheit, vor der Moderne nannte er, wir waren irgendwo ich-ego-los, das Ego war nicht hervorgetreten, der Mensch war Teil von Stämmen, Verbänden, Religionen, er konnte nicht anders überleben und es war noch keine Kultur dafür, wirklich seine Einzigartigkeit herauszubilden. Das begann dann erst im Tier, ich habe schon gesagt, bei Roth, als die ersten großen, wichtigen Männer, Pharaos, Cäsars und so weiter, so ihr Ego, ich, Machtpotenzial entdeckten und aus der Masse, Masse ist das falsche Wort, ne, aus den Gemeinschaftsverbänden heraustraten. Und daraus entwickelt sich dann eine neue Kultur, die Moderne, hier, und dafür trägt ihr das Wort Egohaft. Das heißt, ne, der Schritt, das Individuum zu befreien aus den, wie Goethe sagte, Handwerks- und Gewerbesbanden oder Stämmen, dass der Einzelne erkennt, er ist auch einzigartig in diesem Universum, ging erstmal nur um den Preis sozusagen eines starken Panzers, eines Schutzes gegen die Anmutung der Religion, der Eltern, der Schulen, die uns immer wieder eigentlich einhüllen wollen. Wir sollen Teil der Religion sein, Teil des Stammes, Teil der Familie, Teil des Unternehmens, die uns immer wieder verwehren, wir selbst zu sein. Und deshalb brauchte dieses Ich erstmal starke Panzer, Schutzhüllen, und war deshalb, oder ist immer noch, sehr damit beschäftigt, erstmal sich zu erhalten. Und die spannende Frage aber, was ist die Zukunft? Und da fand ich das wunderbare Wort, ich ego frei, was was anderes meint, als ich irgendwo los. Und was ist das nun, dieses ich freie, ego freie? Ein anderes Bild, was ihr sicher vielleicht kennt, wäre jetzt als Hintergrund, als theoretischer Maslows Bedürfnispyramide, der unterscheidet ja schön, ne, die Defizitbedürfnisse sind quasi die, die wir aus dem Tierreich ererbt haben, Nahrung, Fortpflanzung, Zugehörigkeit, Sozialverbänden, und die Wachstumsbedürfnisse, Erkenntnis, Ästhetik, Selbstverwirklichung, Transzendenz. Das kann man also schön jetzt, könnte man Ego und Higher Self nennen. Und in die Kulturleistung der westlichen Welt, sozusagen durch bestimmte kulturelle, spirituelle jetzt Entwicklung, die hat am besten mal Max Weber in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus dargelegt, wie kompliziert das war, dass sich eine Kultur entwickelt, in der wirklich so diese Kraft des Einzelnen sich so entfalten konnte, hat einen starken spirituellen Hintergrund, der durch bestimmte protestantische Sekten zur Verfügung gestellt wurde. Das gelang weder in China noch in Indien.
diese intuitiv freizusetzen. Ja, also quasi eine Kulturleistung, diese starke Fähigkeit, ich zu sein, aktiv zu sein, mich durchzusetzen, Unternehmen zu gründen, erfolgreich zu sein, zu gewährleisten. Und insofern kann man das Ich-Ego jetzt positiv sehen, als eine Fähigkeit, eben auf komplexe und flexible Umwelten und Gesellschaften, eben nicht nur mit evolutionär entwickelten Affekten und Instinkten zu reagieren, sondern jeweils aufgrund meiner einzigartigen Wahrnehmung Geschichte spezifische Handlungsaktivitätsmuster dafür zu finden, die also dann quasi einzigartige Lösungen ermöglichen. Das kann ich dann Innovation nennen oder Unternehmensgründung oder Start-ups oder Kreativität, aber quasi der Einzelne bringt den Reichtum seiner Wahrnehmung, Wahrgebung zusammen und schafft etwas Neues in die Welt, was die Welt anders möglich macht. Man hat inzwischen auch erforscht, wie das geschieht. Es gibt da ganz spezielle Hirnstrukturen, Posterioren, singulären Cortex, der tatsächlich bei uns Westlern 40% mehr durchblutet ist als alle anderen Hirnstrukturen, aber um den Preis, dass die anderen Hirnleistungen, die uns mehr einbetten, die uns fühlbar machen für die anderen Menschen, für die Natur, sind halt ein Stück abgeschreckt. Also ist eine Leistung, stark fokussiert handeln zu können, aber um den Preis bisher unser Gefühl für die Welt, für die anderen ein Stück zurückzustellen. Und führt zu dem Punkt, den Yves gerade schon erzählt hat, ne, dass dieser Preis in sichtbar wird halt inzwischen in zwei Formen, dass dieses eben stark auf sich fokussierte Ego A, eben die Umwelt zerstört, weil es dafür zu wenig Fühler hat, aber eben auch sich selbst zerstört, was diese starke Zunahme sogenannter seelischer Störungen, Depressionen, Ängste und so weiter ausdrückt. Ne? Dass wir dadurch auch letztendlich nicht wirklich mit uns verbunden sind, sondern eben in so einem Handlungs-, Durchsetzungs-, Konkurrenzwahn uns irgendwo zu behaupten versuchen. Und mit der Folge, das habe ich Sophia erst drüben schon erläutert, ne? Das ist eigentlich ein altes Bild der Philosophie, schon von Platon, dass hier Menschen so in Höhlen sitzen, das höhlengleich ist, ne? Und Menschen, Zitat jetzt, die vom Ego übernommen wurden, lieben ihre Höhlen, ihre Gefängniszellen. Man sieht sich als Opfer, will seine Probleme nicht beenden, weil sie Teil der eigenen Identität sind. Denn all diese Probleme, all diese Klagen gehen dem Selbstwert in der Definition. Es macht dich zu jemandem. Das heißt, dieses Ego hat also eine wichtige Seite. Es macht uns einerseits zu uns, weil wir einzigartig sind, mit unseren Gen, Erziehungsformen, Kulturen, ist jeder von uns ein einzigartiges Licht in diesem Universum, aber der Preis war bisher eben so, dabei eben die Verbindung zu verlieren und das erstmal zu sichern, gegen die Anmutung, wie gesagt, von Religion, von Eltern, von Schulen, uns doch wieder einzusaugen in irgendwelche üblichen Strukturen. So, und deshalb liegt das geschichtlich geboren aus früheren Krisen östlicher Kulturen, die also schon früher als wir Westler bestimmte Machtprobleme lösen mussten, in Indien, in China, entsteht das Bild vom Higher Self mit diversen anderen Begriffen, die wir alle kennen, Nirvana, Shiva, Allah, Göttin, Philosophen, Sokrates nannte es Daimonium, moderne Begriffe sind das Quantenfeld, das Nullpunktfeld oder eben von Chardon die Energieliebe, mit der wir irgendwo letztendlich verbunden sind, wo wir ein Teil von sind. Und dieses Higher Self wird also heute zunehmend gesucht, da es in den etablierten Strukturen der modernen Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft eben keinen Platz hat. Manche haben Psychologie studiert und sind nie damit konfrontiert worden, dass es das gibt, sondern beschäftigen sich halt mit den Ego-Problemen der modernen Gesellschaft in Form der inneren psychotherapeutischen Neurosen, Psychosen und so weiter. Und so kommt also aus dem Westen, Quatsch, aus dem Osten, dieser andere, aus früheren Zeiten entstandene Lösungstendenz zu uns, zum Beispiel schon die Techniken, die wir kennen, die heißen Meditation oder Yoga, ne, und sozusagen doch zu lösen aus diesen Höhlen, aus den Verhaftungen, aus den Ängsten. Und aber eben, weil die Kultur damals dieses Ich noch nicht entwickelt hatte, eben bisher um den Preis meist das Ego ganz auszulöschen, ne, uns dann irgendwo vom Ego in was auch immer für eine sektenhafte Struktur dieses Tantra-Workshops oder dieser Yoga-Gruppe oder dieses Meditationslehrers hineinzubegeben und dann wieder zu verlieren,
dass wir doch einzigartig sind und nicht nur ein Teil dieser Meditations-Yoga oder was immer auch so kopieren. So, das ist das Problem dieser bisherigen Techniken des Higher Self, dass sie diese Kraft, die das Ego in die Welt gebracht hat, dann doch wieder aufzulösen drohen. Und deshalb letztendlich, dann gehe ich nochmal ein Stück zurück. Wir, wie ein Punkt stehen, das war eben, habe ich erst schon erzählt, das Ergebnis des letzten Philosophiefestivals, die Suche, wie kann diese neue Kultur der Liebe, diese Power auf nicht-egohafte Weise entfalten, die dann aus dem Brot in die Welt kam. Also eine nicht-egozentrierte Aktivitätsform, die dann auch die ganze Kraft des Individuums, der Kreativität, die jeder von uns trägt, mitnimmt für eine neue Welt aktiv machen. Und so war also auf der Suche in den letzten Monaten, wie finden wir dafür ein anderes Verständnis dieses gerade zitierten neuen Verständnisses unseres Menschseins, dass diese beiden Fallen vermeiden, ne, uns in dem Ego festhalten oder uns das Higher Self flüchten lassen. Und so entstand dann irgendwo, nachdem wir verschiedene Begriffe ventiliert haben, Gerhard Hüther versucht hat mit dem Begriff der Würde, andere mit dem Begriff der Seele, und wir merken, es taugt alles nicht wirklich. Das schafft so diffuse Zwischenfelder. Ne? So, der Seelenbegriff ist eigentlich gut, weil er wurde von Lotze, ein Philosoph aus der Gegend, meinte, die Seele ist dann das Schaltorgan in uns, was zwischen Ego und Higher Self so eigentlich die Vermittlung herstellt. Ne? So, was beide Seiten in uns sozusagen zusammenbringt, wo wir beides spüren können. Und trotzdem ist es oft zu diffus. Ne? Es macht nicht wirklich klar. So dass der Gedanke entstand, gibt es eine andere Lösung. Und die Lösung war, wenn jetzt das Grund des Universums, der Grund des Universums etwas ist, wir haben ja schon erst gerade Aurobindo zitiert, und wie gesagt, noch ähnlich spannender ist der Hadascher Dong, ein Jesuit und Kulturforscher, Paläontologe, der schickt mal in seinem Buch von der Energieliebe, die mysteriöseste, spannendste Energie des Universums, die, wenn wir anfangen, sie zu erforschen, uns dann zum ganz neuen Gesellschaftskulturverständnis führt, was er meinte, das wird so wichtig sein wie die Entdeckung des Feuers, wenn wir lernen, mit der Energie Liebe umzugehen, wie damals mit der Energie der physikalischen Welt. Und deshalb, wenn wir also sehen, es sind alles, letztendlich alle Spielarten dieser Energie Liebe, dann ist auch das Ego so eine Spielart und das Higher Self. Und so war dann die Lösung unseres Titels: Wir brauchen eine Art Liebesverhältnis zwischen dem Ego und dem Higher Self in uns. So, wir müssen eine Form finden, diese Potenziale des Egos, also aktiv zu sein, handlungsfähig zu sein, einzigartig zu sein, befreien von seiner Angst, seinen Schatten, seiner depressiven Selbstbezüglichkeit. Und das geht eben nur, wenn es in einer schönen Weise auch diese andere Seite in uns zulässt. Und wir müssen dieses Higher Self befreien von dieser Fluchtbewegung, die Welt zu verlassen, sich in irgendwelche Höhlen zu setzen, anderer Art als die Ego-Höhlen, also Yoga-Höhlen und Meditationshöhlen, was immer alles dafür Höhlen sind, woran das Yogi sitzen kann. Und also eine Form finden, die das verbindet. Und auf der Suche danach war eigentlich eine interessante Lösung, die dann auftauchte aus der Physik. Jeder kennt wahrscheinlich ein bisschen die moderne Quantentheorie, die davon ausgeht. Die Realität physikalisch gesehen kann man sowohl als Teilchen oder als Welle sehen, ne? Oder auch als Quant oder als Feld. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Energie Liebe, dann muss die auch so existieren. Sie muss als Quant, Teilchen existieren und sie muss als Feld existieren. Und wenn man das jetzt dazu nimmt, dann ist dieses Teilchen halt das Positive des Ego, die Fähigkeit sozusagen der Selbstaktivierung, des Mutes, der Freiheit, der Kreativität, die letztendlich nur der einzelne Mensch hat, ne? Weil wir haben nur als Einzelne einen einzigartigen Bezug zum Ganzen. Und dann ist diese Welle, das Feld der Energie, die andere Seite der Liebe, die wir kennen als Mitgefühl, Fürsorge, Vertrauen, Verantwortung oder eben Higher Self. Und dann ist eben vielleicht die optimale Lösung, Formen zu finden, wo wir noch am Anfang stehen, Kulturform, Entwicklungsform, Psychologieform, Lernform, Bildungsform, die eben das ermöglichen, diese beiden Seiten in uns, dieses Liebesverhältnis zwischen dem Ego und dem Higher Self so zu entwickeln, dass das Ego in sich aus seinen längsten Verhaftungen
befreit und dann vielleicht noch kreativer, aktiver sein kann, als es heute ist, wo es im Staat noch beschäftigt ist, seine Panzer zu sichern, sich dicke Konten anzulegen, große Renten, große Autos, große Immobilien, um also seine Einzigartigkeit irgendwo so zu definieren im Außen. Und das brauchst du nicht mehr, ne? Wie die Zitate von Varro und Dalu sagten, ein Ich, was so zugleich im Vertrauen der Fülle des Universums lebt, das muss ich nicht so viel mit Dingen beschäftigen, gehst eigentlich nur ablenken von ihrer Fülle. Und das Heiler selbst eben kann dann also auch aus seiner Tendenz, Gefahr, so des Nirvana, des Verlassens der Welt herauskommen und durch die permanenten immer wieder sozusagen Spiele dieses kindlichen Ich, so immer wieder neue Varianten finden, sich davon zu befreien, so neue Spielarten mit der Erde verhaftet zu sein, nicht im kühlen Nirvana zu verblieben. Also ist das vielleicht die optimale Variante, Form in uns zu entwickeln, diese innere Ko-Kreativität zwischen eben diesen Formen, die wir jetzt nur ganz kurz, ist wieder ein Wort, aber ich glaube, wir alle können das mit anfangen, mit diesem Ego bezeichnen und der anderen Seite des Menschseins, dieses Higher Self, und dafür eben diese innere Balance zu erforschen und zu lernen, wie finden diese Liebesspiele statt in uns, wie können wir beide Seiten optimal miteinander so ins Verhältnis bringen. Und wenn wir das sozusagen hinbekommen, dass wir erstmal alle in uns so diese Kraft, diese Power, diese Freiheit, aber auch die Verbundenheit in einer schönen, optimalen Variante entwickeln und damit unser Potenzial entfalten, dann ist es dann, glaube ich, auch einfacher, diese Zusammenwirkung, also die Co-Kreativität miteinander zu entwickeln, dass wir also dann stärker, effizienter, erfolgreicher, als bisher in der Lage sind, halt die Welt auch zu gestalten, in Form, die sie braucht, um aus den jetzigen Strukturen Zwängen herauszufinden, die uns immer wieder in diese eben zu engen Höhlen hineintreten. Also dann diese sogenannte große Transformation, von der man inzwischen ja auch sogar in der Wissenschaft spricht, dass wir eigentlich eine ähnlich große Transformation brauchen, entweder wie die Entstehung der modernen Industriegesellschaft oder die andere These, es geht eigentlich um noch viel mehr, es geht um einen ähnlichen großen Sprung in die Menschwerdung, also eine zweite Menschwerdung. Das wird nur gehen, indem wir miteinander eben optimal die Potenziale eines jeden mit dem anderen zusammenschwingen lassen, wo dann noch eine gemeinsame größere gibt. Handlungs-, Aktionsfähigkeit entsteht. Und dann daraus, das ist jetzt Ausblick auf morgen, ein bisschen wieder ähnlich, sie hat das Film mit den Quadranten, Eva, schon gesagt. Wenn wir dann die Frage, wenn wir erstmal diese innere Form finden, so ein Bild davon, Muster, Gefühl, vielleicht auch erste Methoden, wie kann dieses Liebesspiel, dieses kognitive Spiel zwischen dem Ego und dem Higher Self in jedem von uns stattfinden? So, dann die zweite Frage, wie können wir das also, und kommt auch schon auf, quasi auch um uns fließen lassen? Ne? Welche Bildungsform brauchen wir dafür, damit wir es unseren Kindern möglichst leicht nahebringen und nicht erst alle Umwege gehen lassen, die wir hier noch gehen lassen? Wie können wir die modernen Medien nutzen, durch Webportale, Festivals, ne, um dafür Spielräume zu schaffen, wie jetzt gerade, dass wir uns da gegenseitig bereichern, erforschen, entwickeln. Und wie können wir eben daraus dann vielleicht auch gar Unternehmensformen, Wirtschaftsformen, Regionen entwickeln, die das sozusagen dann als Grundlage haben und dann eine andere Art von ökologischer, aber menschlicher Wirtschaft, Bildung, Kultur, Gesellschaft ermöglicht. Das war jetzt. Das ist ein Vorschlag. Danke für die Aufmerksamkeit. Ist das eine Übung unserer Wahrnehmung? Ich glaube, der Unterschied, den kann man nur spüren. Ne? Aber es setzt eine Art von Selbsterforschung voraus. Das fühlt sich einfach anders an, sage ich immer. Ne? Das fühlt sich anders an, so in so einer Art Ich-Freiheit zu sein. Von Gebser, ne, das ist so ein Gefühl, du bist in deiner Kraft, aber du bist gleich auch mit allem verbunden. Das ist einfach so eine andere Art von High-Sein, erfüllt sein und trotzdem kreativ aktiv sein. Und die andere Form fühlt sich aber anders an. Das ist immer eine andere, kennt, glaube ich, jeder. Das ist so ein bisschen verkrampfter, ein bisschen isolierter, ein bisschen kleiner. Ein bisschen. Und wenn, glaube ich, beim Nazi-Fackelmarsch mit lauter fürchterlichen Verkrampfung da drin, genau. Geht vielleicht auch auf. Das ist irgendwie ganzheitlich und ästhetisch, aber wenn ich jetzt ein Ritual trenne, eine Kakaozeremonie oder so, genau. Wo es vielleicht anders ist. Okay. Ja. Ja. Warum heißt es großkreatives Liebesspiel zwischen Ego und Higher Self? Also den
Charakter dieses Spiels. Ja. Achso, naja. Bisher haben wir die Tendenz, sozusagen, dass die beiden Seiten nicht ausschließen. Die moderne Gesellschaftskultur beruht darauf, dass das Ego das Higher Self abspaltet. Ne? Mit irgendwelchen Kirchen oder Sekten oder Depressionen. Ne? So. Und die andere Lösung bisher ist sozusagen in diese aus dem Osten kommenden Techniken, es gibt auch positive Varianten natürlich, aber viele, die sich Meditation oder Yoga wie auch immer nennen, haben das Gefühl, das Ego ist das Problem. Wir müssen das Ego loswerden und geben sich ganz große Mühe, so zu meditieren, ihren Kopf frei zu machen, in diese Leere zu flüchten. So, also wir bekämpfen das Ego. Ne? So, und statt die Lösung, wenn nicht Kampf, ist eigentlich nur Liebe. Die beiden Seiten müssen lernen, sich zu lieben. Und dann brauchen wir sich nicht mehr bekämpfen, sondern können ja, anfangen, so die Vorteile des einen mit dem Vorteil des anderen, das ist das Co-Kreative, zu verbinden. Ne? Dass ich schauen kann, wenn die beiden Seiten in mir optimal sich ergänzen, dann entsteht einfach eine viel größere, nicht nur Kraft, sondern auch Kreativität, Energie, die jeder von uns dann ausstrahlen kann, zur Verfügung stellen kann. Und das war nur die Idee, statt dieses sich bekämpfen, ob Ego bekämpft Higher Self bekämpft Ego, ist das Liebesverhältnis die bessere Lösung.